Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich die Zip mal sauber machen. Hochdruckreiniger und Autoshampoo. Schauen wir mal. So. Machen wir mal die Gardinen hier. Jetzt waschen wir mit Autoshampoo und einer Brotscheibe. Es gibt nichts Besseres zum Fahrzeuge waschen als mit Brot. Brot ist nicht nur gesund, sondern man kann auch super waschen. Oh, wie toll das schäumt. So. Ja, Sitzbank. Heute ist Waschtag, alle sind glücklich. Damit es hier keine Streifen gibt, das will ich nämlich nicht. So. Schauen wir mal, ob hier alles noch dicht ist. Zuerst mal das Helmfach. Helmfach hat ein bisschen Wasser abbekommen. Hier kommt man wahrscheinlich an den Vergaser ran. Wenn er nass ist, kann ich das ein bisschen sauber machen. Kann ich das Wasser da drin gleich nutzen. Ein bisschen Wasser kommt ins Helmfach. Hier ist ein Kabelbinder. Hier kann man irgendwas festgurten. Okay, ist das Handschuhfach noch trocken? Nee, nicht wirklich. Handschuhfach, also steht jetzt nicht so wirklich Wasser drin, aber es ist doch spritzwasservoll. Da würde ich aber Folgendes machen. Ich würde hier außenrum, da ist ja schon ein Gummi drin, da würde ich einfach noch einen dickeren Gummi reinmachen, damit das ein bisschen wassergeschützt ist. Einfach ein bisschen dickeren Gummi, wobei hier oben kann ja auch Wasser reinkommen am Schloss. Ah, das ist ja nicht so geil. So, machen wir nämlich Folgendes. Wir machen die Handyhalterung hin. Was würde das sein? Ich tippe auf ein 13er. 13er. Bingo. Lass mal schauen. Wenn ich jetzt nämlich auf der Kloschüssel sitze, dann ist es, glaube ich, gut, wenn der Spiegel hier ist. Perfekt. Und die Handyhalterung
Wo will ich die haben? Ich würde sagen, bei mir. So ungefähr. Oh, die kann man hier viel schön. Man hat hier viel mehr Platz als bei der Aprilia. Was die Einstellungsmöglichkeiten angeht. Das kann man nämlich die so hinmachen, zum Beispiel. Die Handyhalterung. Das ist okay, oder? Ich komme an den Schalter ran. Blinker. Hupe. Ich komme an alles ran. Ja, Leute, der erste Teil von meinem Tourenroller ist montiert. Die Handyhalterung. Gepäckträger für vorne und hinten bin ich momentan am Suchen. Ist nicht so leicht, welche zu finden. Aber ich bin optimistisch. Kann man das erkennen? Der Krümmer war mal ein gedrosselter. Da hat man das Blindrohr abgeflext und zugeschweißt. Schreibt es mir in die Kommentare, ob das reicht oder ob man mit einem offenen Krümmer hier noch ein bisschen mehr Leistung rauskriegen würde. Oder ist die ganze Arbeit damit erledigt und ein offener Krümmer würde hier keinen Unterschied mehr machen, weil der ist nämlich offen, zugeschweißt. So. Einfach nur mal schauen, wie der abgestimmt ist. Ob der jetzt krass zu mager läuft oder... Aber wenn der Vorbesitzer 4 Zips zu Hause stehen hat, glaube ich, dass der sich auch gekümmert hat, oder? Ui, die ist ziemlich schwarz. Der läuft ziemlich fett. Nein, da ist nicht BR9ES, sondern B9ES. Kann ich da auch eine BR9ES reinmachen? Normalerweise ja, oder? Beim ersten Kick. Beim ersten Kick, Leute. Boah, wie sie sich anhört, ne? Alter, zu geil. Jetzt ist sie gerade kalt. Sie muffelt ein bisschen. Geil. Handyhalterung ist auch schon am Start. Ja gut. Dann fehlen nur noch die Gepäckträger und schon haben wir einen neuen Roller für Rollertouren. An dem Originalblock möchte ich eigentlich im besten Fall nichts ändern. Am besten auch den originalen Auspuff lassen. Ich möchte eigentlich im Originalblock wirklich nichts machen. Wenn, dann würde ich irgendwann mal einen 80er Block holen und den so lassen, wie er ist. Aber ja, das ist Zukunftsmusik und versprechen kann ich das auch noch nicht. Ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So eine kleine Bestandsaufnahme. Ich bin immer noch sehr guter Dinge, positiv gestimmt und positiv überrascht. Das Geld wäre mir auf jeden Fall wert. So. Schade, dass ich heute nicht fahren kann. Ein bisschen Schmerzen. Vielleicht heute Abend. Vielleicht fahre ich dann eine Runde. Tja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao. Mit